Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen älteren Beitrag, der Kinder in der Ukraine zeigt, die den Nationalsozialismus glorifizieren. Im Folgenden der Beitrag, danach ein paar Worte dazu und zu Hintergründen der Ukraine und zu Nationalismus generell. Вікляті окупанти, дома скачу на майдані, зранку до свіданку. Ми тут танцюємо пісню спів, НБО ім'я Хардо. Гітлер стріляємо, колхоз убиваємо. Я лічить буду під Бандерою, не зікацапом. Не зікацапом, Путлера, Рамасюстис, Батом. Україна, наш час настав, Україні слава! І бать, хлопці, акуратні, уронили сало! Ну що, москалику? Поговоримо. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть москалям! Since Ukraine's independence in 1991, the United States has supported Ukrainians as they build democratic skills and institutions, as they promote civic participation and good governance, all of which are preconditions for Ukraine to achieve its European aspirations. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. Welche Aussagekraft haben diese Ausschnitte? Kritiker werden jetzt sagen, das ist eine kleine Minderheit. Svoboda war 2014 stark, aber sie haben danach wieder an Bedeutung verloren. Das ist nichts Besonderes, das ist, ja, das ist eine Minderheit und der Rest der Ukraine hat damit einfach nichts zu tun. Schauen wir uns aber die Maidan-Revolution etwas genauer an. Auffällig ist, dass 2010 Janukowitsch gewählt wurde, der 2012 eine Reform gemacht hat, dass bei einem Anteil von 10% Sprachen als regionale Amtssprache erhoben werden können. Man muss wissen, dass die Ukraine ein Vielvölkerstaat ist, dass es dort Ukrainer gibt und Russen gibt.
also Leute, die sich der russischen Ethnie zugehörig fühlen. Und dann ist noch die Besonderheit, dass auch Ukrainer, die sich der ukrainischen Ethnie zugehörig fühlen, ebenfalls Russisch sprechen. Wir sehen auf dieser Karte, dass der Anteil der ethnischen Russen in der Mitte des Landes und im Westen sehr gering ist, wohingegen im Süden und Osten die russische Minderheit sehr deutlich ausgeprägt ist. 1991 im Zuge der Unabhängigkeit der Ukraine wurde Ukrainisch als alleinige Amtssprache erhoben. Das Ukrainische wurde stark gefördert. Es gab im Jahr 2004 aber eine Umfrage, in der sich sehr viele Bürger, eben besonders im Süden und im Osten des Landes, für Russisch als zweite Amtssprache ausgesprochen haben. Dem wurde nicht entsprochen. Im Jahr 2012 schließlich hat Viktor Janukowitsch ein Gesetz erlassen, nachdem regional eine Sprache als Amtssprache erhoben werden kann, sobald der Wert von 10% überschritten ist, der Sprache, die die Leute sprechen. Das war in vielen Provinzen der Fall. Im Zuge der Maidan-Revolution wurde dieses Gesetz rückgängig gemacht. Die Spaltung des Landes ist auch wirtschaftlich. Bei den großen Medien hier wird der Eindruck erweckt, der Westen der Ukraine sei progressiv, sei Europa zugewandt, sei für Demokratie und Freiheit. Und der Osten, ja, sie seien rückwärtsgewandt und überhaupt, sie hätten eigentlich wahrscheinlich gar keine Meinung, sondern würden von Russland beeinflusst. Man muss wissen, dass der Süden und der Osten des Landes eine andere Geschichte hat als der Westen, der teilweise unter polnischer Herrschaft war, wohingegen der Süden und der Osten stark russisch geprägt ist. Der Osten der Ukraine ist besonders reich, weil er rohstoffreich ist und weil in der Zeit der Sowjetunion viele Russen dorthin gekommen sind und dort viel Industrie ansässig wurde. Es zeigt sich also eine deutliche Zweiteilung des Landes, West und Ost. Das zeigt sich bei den Wahlen sowohl 2004 als auch 2010. Im Osten jeweils hat Janukowitsch gewonnen, im Westen hat jeweils Juschtschenko oder Timoschenko gewonnen. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die USA maßgeblich die Revolution am Maidan unterstützt haben oder dass sie sie eigentlich sogar initiiert haben. Beispielsweise wurde ein Telefonat der amerikanischen Botschaft öffentlich gemacht, in der diskutiert wurde, wer neuer Premierminister wird. Und es sollte nicht Klitschko werden, sondern es sollte ein anderer werden. Und genau diese andere Person ist nachher zufällig Premierminister geworden. Man sieht in dem Video eine teils aufgeheizte Stimmung, die sich auch gegen Russen richtet. Wer nicht springt, der ist ein Russe. Sozusagen, die Russen gehören nicht dazu. Und beispielsweise in der Dokumentation Ukrainian Agony ist beschrieben, wie gewaltsam die Proteste auf dem Maidan teilweise waren. Und es ist bei den Rechtsextremisten, auch teilweise Leute, die sich selbst als Nazis deklarieren, auch nicht verwunderlich. Und jetzt sehen wir den Hintergrund der Ukraine, dass es viele Russen gibt. Das heißt, wenn diese Leute jetzt den Nationalismus heraufbeschwören, dann ist vollkommen klar, dass es in den Bürgerkrieg enden muss. Und was sind das hier für Rechtsextreme? Es sind wirkliche Nazis. Und das Schlimme ist, dass in Deutschland der Begriff Rechtsextremismus verbraucht wird, indem die AfD damit in Verbindung gebracht wird. Oder Querdenken. Weil diese Leute haben mit diesen Leuten hier nichts zu tun, sondern hier haben wir es mit Leuten zu tun, die sich offen zum Nationalsozialismus bekennen, die Symbole auf ihren Fahnen haben, was eine offene Provokation ist. Es ist eine offene Provokation gegen die Russen gerichtet. Diese Leute wissen natürlich ganz genau, in der Ukraine sind viele Russen oder die sich der russischen Ethnie zugehörig fühlen. Es ist natürlich auch vollkommen klar, dass wenn sie in Kiew demonstrieren und die Regierung stürzen, dass es ein Schlag ins Gesicht der Russen im Osten des Landes ist. Welches Bild haben wir hier im Westen gehabt? Im Westen hatten wir das Bild, die Ukraine ist jetzt endlich nett geworden. Der Janukowitsch, das war korrupt, mafiös und ganz schlimm. Und jetzt kommen die netten Demokraten. Jetzt kommen die Klitschkos, jetzt wird's endlich gut. Jetzt wird's pro-westlich, pro-demokratisch. Dass tatsächlich seit 2014 klar war, dass es Bürgerkrieg geben wird, das wurde komplett ausgeschwiegen. Es wurde suggeriert, der Aufstand im Osten, das sei alles nur von Moskau initiiert. Natürlich ist es so, dass Moskau auch versucht, in der Ukraine Einfluss zu nehmen. Aber Fakt ist nun mal der Hintergrund mit den Sprachen, der ethnischen Zugehörigkeit und dem Nationalismus. Es war eine Provokation von Zelensky 2019 mit diesem verschärften Gesetz mit Russisch als alleinige Amtssprache. Warum macht man sowas in einem Bürgerkrieg? Man stellt sich einmal vor, in der Schweiz, jetzt würden die deutschen Schweizer sagen, wir wollen jetzt Deutsch als alleinige Amtssprache. Ihr Französischsprachigen, ihr Italienischsprachigen, ihr müsst euch jetzt nach uns richten. Es ist unvorstellbar. Oder stellen wir uns einmal vor, die Europäische Union, sie würde jetzt ein Nationalstaat werden. Jetzt würden die Deutschen sagen, wir sind hier die Mehrheit, ihr anderen, jetzt wird Deutsch alleinige Amtssprache. Was würden die Franzosen sagen? Und so ungefähr ist es auch in der Ukraine. Es war so, dass Russisch wurde mehr gesprochen als Ukrainisch.
Und jetzt wird Ukrainisch nach Möglichkeit überall durchgedrückt. Das schafft keine Einheit. Weil es ist eine Herabwürdigung der Russen oder eine Degradierung. Es schafft immer Ärger. Es erinnert an Jugoslawien. Nationalismus in Ländern, in denen viele Ethnien vorhanden sind, sind der Garant für Bürgerkrieg. Was man auch wissen muss, ist, der Westen, er ist wirtschaftlich im Nachteil gegenüber dem Osten. Und das schafft vielleicht auch Neidgefühle. All das haben wir bei uns aus den großen Medien, vor allen Dingen seit 2014, nicht mehr erfahren. Es ist ganz erstaunlich, wenn man googelt, es ist ein Unterschied vor und nach 2014. Vor 2014 konnte anscheinend noch berichtet werden, aber dann, als die Krim an Russland gefallen ist, dann ging es anscheinend darum, jetzt muss Russland dämonisiert werden. Jetzt muss Stimmung gegen Russland gemacht werden. Jetzt müssen die Leute gegen Russland eingestellt werden, um möglichst harte Sanktionen durchzudrücken gegen Russland. Und dieser Weg, wenn man dem nachgibt, wenn die Leute dem nachgeben, ist brandgefährlich, weil es ist natürlich bigott. Die USA, sie haben ganz viele Kriege vom Zaun gebrochen, die völkerrechtswidrig sind. Und ich habe das schon im letzten Video beschrieben, welche Folgen das für die Leute hat. Und es ist natürlich klar, jetzt muss dieser Krieg, dieser völkerrechtswidrige Krieg von Russland, er muss jetzt als Besonderheit dargestellt werden. Es muss jetzt Putin als völliger Psychopath dargestellt werden, der aus heiterem Himmel in die Ukraine einfällt, in ein demokratisches, friedliches Land. Weil das ist die Suggestion, die in Wahrheit über die Ukraine verbreitet wurde. Da war nichts vom Bürgerkrieg zu hören, sondern die Ukraine, sie war freundlich, sie war demokratisch, auf dem besten Weg. Und jetzt kam Russland und wollte all das Gute rückgängig machen. Und es ist natürlich so, die Leute hier denken, Russland, das sind die Schwachen, das sind die man jetzt mobben kann. Und wir haben hier unsere Meinung und alle denken, dass Russland böse ist und das ist nicht gefährlich für uns. Es ist aber natürlich so, dass in allen Ländern der Welt, die noch nicht vom Westen abhängig sind, also Russland, China, da wird das gezeigt. Und da wird die Bigotterie natürlich vollkommen offensichtlich. Und das wird die Leute dazu zu bringen, den Westen zu verachten, die Leute hier. Sie zu hassen. Es entsteht hier Hass. Und das hat schlimme Folgen, langfristig. Es ist schon jetzt ein neuer kalter Krieg. Und aus meiner Sicht, das sind auch nicht die Interessen der USA oder der NATO. Sondern was wir in den letzten 10 Jahren erleben, im Nahen Osten, in den letzten 20 Jahren, auch im Nahen Osten, das ist einfach verrückt. Das ist irre. Das ist psychopathisch. Das ist gemeingefährlich. Das nützt uns Europäern nicht, aber es nutzt wahrscheinlich nicht mal den USA. Sondern hier hat sich was verselbstständigt, sehr wahrscheinlich. Allein schon die Medien. Ich denke, das sind irgendwie die Sicherungen durchgebrannt. Wahrscheinlich, wenn man über lange Zeit täuscht, man weiß ja, was man macht. Und wie schlimm das ist. Und wahrscheinlich irgendwas dreht sich dann im Kopf um und dann genießen diese Leute das. Dann ist sozusagen das Böse, die Täuschung, das wird zum Selbstzweck. Das verselbstständigt sich. Es wird getäuscht und gelogen, allein um der Lüge willen. Weil dadurch wird was Gutes empfunden. Die Leute fühlen sich mächtig, sie fühlen sich stark durch die Täuschung. Und da geht es gar nicht mehr um objektiven materiellen Gewinn, sondern es ist einfach verrückt. Und das muss dringend gestoppt werden. In unserem Interesse. Das ist nicht unser Interesse hier, dieser Hass gegen Russland und vermeintliche geostrategische Vorteile. Das kann ich überhaupt nicht erkennen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.